Ruckzuck ihm, los! Los, Vorriegel! Ich trete es! Treten! Kick! Kick! Aua! Ruckzuck ihm, los, Vorriegel! Ich trete! Kick! Uah. Warum muss Bilica Geräusche machen? Hör einfach auf. Da hat es ein bisschen gewittert. Am nächsten Tag. Guten Morgen, Sean. Letzte Nacht soll es heftig gewittert haben. Es ist Zeit für deine Prüfung. Ich drücke dir die Daumen. Hat die vielleicht doch einen leichten Crush auf uns? Aha, aha. Nachdem sie gehört hat, dass wir 3 Pokémon hintereinander gefangen haben, da, seitdem ist sie ein bisschen anders zu uns, ne? Kann das sein? Also, ne, ich will jetzt keinen Call-outen, Lumia, ne, aber es ist ein bisschen obvious. Herrliches Wetter heute. Mir fiel auch nichts Besseres ein, was ich so Smalltalk-mäßiges sagen konnte. Konntest du dich auch gut ausruhen, auch wenn dir hier alles unvertraut ist? Lass uns nun zum Hauptquartier gehen. Kommandantin Celestis wartet sicher schon. Expeditionsleiter Denboku ist ein Kraftpaket. Gerüchten zufolge kann er mit seinen Sumo-Künsten sogar Pokémon durch die Luft schleudern. Gut, gehen wir mal zu unserer Kommandantin oder zukünftigen Kommandantin. Wir müssen ja noch die Prüfung bestehen. Den Forschungstrupp findest du hier im Erdgeschoss des Hauptsitzes vor. Halte durch! Was ist passiert? Ich wurde von wilden Pokémon angegriffen. Ich habe meinen Partner-Pokémon eingesetzt, aber es waren einfach zu viele. Das kommt davon, dass du so weit rausgegangen bist. Du musst besser auf dich aufpassen. Der Sanitätstrupp wird sich jetzt um dich kümmern. Dieser Mann gehört zum Sicherheitstrupp. Obwohl er seinen Partner-Pokémon dabei hatte, wurde er angegriffen und verwundet. Ohne Partner könnte es schwer für dich werden, die Prüfung zu bestehen. Kommandantin Celestis, Sean ist hier. Oh ja, da war viel Paperwork auf dem Tisch. Ich wette, gestern Abend hat sie sich 10 Kartoffelmochi reingezogen und hat sich dann gedacht, okay, der Neue, der 3 Pokémon in Row gefangen hat, muss ich irgendwie beeindrucken. Ich mache meinen Tisch einfach voll mit Papierkram. Dann sieht das so aus, als ob ich den ganzen Tag lang arbeiten würde. Ja, das würde ihn beeindrucken. Verstanden, tretet ein. Alter, meine Slippers. Fresh. Kommen wir gleich zur Sache. Um ein Mitglied der Galaktik-Expedition zu werden, musst du im Obsidian-Glasland ein Bilica, ein Staralili und ein Shinox fangen. 3 verschiedene Pokémon? Das ist noch niemandem von uns gelungen. Hat er nicht gestern 3 Pokémon gefangen? Wenn es stimmt, was Professor Levin erzählt hat, müsste diese Prüfung ein Kinderspiel für ihn sein. Die Galaktik-Expedition kann es sich nicht leisten, Leute umsonst durchzufüttern. Wenn du bleiben möchtest, musst du beweisen, dass du für uns von Nutzen bist. Hier, du darfst diese Tasche für deine Prüfung ausleihen. Sie gehört zur Grundausstattung des Forschungstrupps. Aber nur ausleihen. Ey, die Tasche ist ja mal übertrieben wack. Ich würde die direkt umdrehen und dem mal zeigen, wie man so eine Gürteltasche richtig trägt. Spaß. Wow, diese Tasche steht hier echt gut. Die ist echt schön. Aber nur an dir. Okay. Nun mach dich auf den Weg, Lumia. Hilf ihm, falls es Probleme geben sollte. Hier in Longshorn. Jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt kriege ich meinen Partner-Pokémon. Hallo ihr beiden. Guten Morgen erstmal. Was gibt es, Professor Levin? Sean muss diese Prüfung bestehen. Das ist notwendig für die Vervollständigung des Pokédex und, naja, damit er hier überlebt. Das ist nebensächlich, ne? Überleben, ja. Aber der Pokédex, der muss voll werden, du. Deswegen will ich ihm als Professor ein bisschen unter die Arme greifen. Bitte sehr. Nun denn schon, suche dir eins dieser Pokémon als Partner aus. Mit einem Partner-Pokémon an deiner Seite kannst du gegen wilde Pokémon kämpfen.
Diese drei Pokémon bedeuten mir sehr viel, aber man sieht sofort, dass sie sich allesamt für dich interessieren. Also, auf welches Pokémon fällt deine Wahl? Ich nehme Feuerriegel. Ich habe Feuerriegel gesagt, ich nehme Feuerriegel. Möchtest du Feuerriegel zu deinem ersten Partner machen? Ja. Das Gute an Feuerriegel ist auch, ich glaube, die ersten Gebiete werden erstmal nicht so Lava-Gebiete werden und sowas. Ne? Das heißt, ich glaube, Feuer-Pokémon werden eher selten vorkommen im Spiel. Während gerade Wasser und vor allen Dingen Pflanzen-Pokémon werden wahrscheinlich sehr oft erstmal am Anfang kommen. Deswegen erstmal ein Feuer-Pokémon. Guck mal, wir haben zwar die gleichen Augen gehabt. Eines der Pokémon, die du beim Strand des Aufbruchs für mich eingefangen hast, ist nun also ein Partner. Irgendwie kurios. Hier hast du den Pokéball, in dem sich Feuerriegel befindet. Einen Schokoriegel erhalten. Achte immer drauf, welche Pokébälle leer sind und in welchen sich ein Pokémon befindet. Die anderen beiden Pokémon scheinen Feuerriegel anzufeuern. Oder vielleicht würden sie dich auch gerne begleiten. Da könnte etwas dran sein. Schließlich sind sie genau zu dem Zeitpunkt aus dem Dorf ausgebüxt, als schon vom Himmel gefallen ist. Aber keine Sorgen, ihr beiden könnt mir erst einmal bei meiner Forschung behilflich sein. Welche Pokémon musst du eigentlich bei deiner Prüfung fangen? I see, verstehe. Drei verschiedene Arten aus dem Obsidian-Grasland also. Dann nimm bitte diese Pokébälle mit. Sie wurden von Hand gefertigt, aber ich habe selbst überprüft, dass sie richtig funktionieren. Du hörst das Kind schon schaukeln. Es ist soweit. Um zum Ort der Prüfung zu gelangen, musst du vom Hauptsitz aus links weitergehen. Stümmern wir noch ein bisschen hier rum. Oh, da ist Baut. Weil der ist auch irgendwo Otata. Otaro. Ach, hier ist auch Otaro. Ijo. Bist du die Nurse? Juldorf, es ist sicher. Du kannst jederzeit hier zurückkehren, um dich zu erholen. Hier noch. Suche eigentlich nur... Oh, wait. Ihr macht hier unten Pokébälle? Oh. Ey, wo kommst du denn her? Deine Kleidung sieht so komisch aus. Danke. Danke fürs Gespräch. Komm, wir müssen noch ins Obergeschoss gucken. Na, never mind denn. Wir dürfen nicht. Dann raus. Oh, was für eine sonderbare Erscheinung. Du hast mein Interesse geweckt. Weil der sieht ein bisschen aus wie Lucia, ne? Aber nur ein bisschen. Ich bin Volo, ein Mitglied der Ginkgo-Gilde. Ich habe die Gerüchte über dich gehört. Du sollst vom Himmel herabgefallen sein. Das wollte mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Oh, und du hast auch ein Pokémon bei dir? Das ist wirklich äußerst interessant. Es liegt in der Natur eines jeden Händlers, allerlei ungewöhnlichen Dingen auf den Grund zu gehen. Wie wäre es mit einem Kampf, um die Stärke unserer Pokémon zu prüfen? Natürlich. Hallo? Yep, Gok. Yep. Du gefällst mir immer besser. Jemanden wie dich trifft man nicht alle Tage. Mir ist so angekommen, dass du eine Prüfung ablegen musst. Dann ist ein Kampf doch genau das Richtige, um dich darauf einzustimmen. Denk dran, wenn die KP deines Pokémon auf 0 fallen, hast du verloren. Also los. So, unser erster Pokémon-Kampf gegen Volo. Der Typ, der in der Vergangenheit Lucia ist, anscheinend. Zumindest vom Gesicht her. Aus der Ginkgo-Gilde. Togepi, Alter, dein Ei werde ich so zu Rührei verballern. Feuerriegel. Komm, mach aus dem Ding ein Spiegelei. Können wir es treten? Ruckzucki, los! Los, Feuerriegel! Ich trete es! Treten! Kick! Kick! Aua! Ruckzucki, los, Feuerriegel! Ich trete! Kick! Uah. Ruckzucki, los! Los, komm. Jetzt kommt mein berüchtigter Roundhouse-Kick von hinten. Ah. Easy Kampf. Ganz, ganz easy. Wir haben auf dein Pokémon eingedrescht, bis es tot wurde. Pokémon-Attacken, Items. Nutze sie weise und nichts kann dich aufhalten.